Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Corona-Beschränkungen in Kraft getreten. Von heute an bleiben Kultur- und Freizeiteinrichtungen 4 Wochen lang geschlossen. Restaurants dürfen nur Essen zum Mitnehmen ausgeben. Reisen und Besuche sind stark eingeschränkt. Das Robert-Koch-Institut meldet 12.097 neue Infektionen, deutlich mehr als am vergangenen Montag. WHO-Chef in Quarantäne. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation Tedros hatte Kontakt zu einer positiv getesteten Person. Er habe keine Symptome, werde aber vorerst von zu Hause aus arbeiten, schrieb Tedros auf Twitter. An die Richtlinien der WHO müsse sich jeder halten. Wahlkampf-Endspurt in den USA. Amtsinhaber Trump und sein Herausforderer Biden warben vor allem in den wahlentscheidenden Bundesstaaten um Stimmen. Den meisten Umfragen zufolge liegt Trump einen Tag vor der Wahl hinter dem demokratischen Präsidentschaftskandidaten zurück. Rettung aus Trümmern in Izmir. 58 Stunden nach dem schweren Erdbeben sind 2 Mädchen gerettet worden. Inzwischen stieg die Zahl der Toten auf 81. Mehr als 960 Menschen wurden verletzt. Proteste in Georgien. Nach der Parlamentswahl spricht der im Exil lebende frühere Präsident Saakaschwili von Wahlfälschung. Tausende seiner Anhänger forderten in Tiflis Neuwahlen. Laut Wahlkommission erhielt die Regierungspartei rund 48% der Stimmen, das größte Oppositionsbündnis 27%. Und das Wetter heute: zunächst viele Wolken, etwas Regen, später im Süden freundlicher und auch Sonne. An der Nordsee kurze Schauer, im Nordwesten windig bis stürmisch. Außergewöhnlich mild ist es, Höchstwerte 16 bis 24 Grad.